Hallo, liebe Menschennation, ich sende dir lichtvolle Grüße. Heute habe ich etwas Sensationelles für euch. Ich werde euch heute beweisen, dass die Bilder der NASA manipuliert sind und gleichzeitig werde ich euch zeigen, dass sich in der Korona der Sonne außerirdische Raumschiffe verstecken. Ihr glaubt mir nicht? Nun, in nun folgenden fast 5 Minuten werde ich euch jetzt hier beweisen, in den kommenden 5 Minuten, dass die Bilder der NASA manipuliert sind. Ihr werdet jetzt Bilder sehen aus dem ultravioletten Bereich, das unser menschliches Auge leider nicht sehen kann. Hier jetzt das allererste Bild der Sonne in einer ultravioletten Aufnahme. Ich habe hier drei sehr auffällige Objekte eingekreist. Nun werdet ihr das manipulierte Bild sehen. Merkwürdigerweise hat dieses Bild eine viel höhere Auflösung, wie man jetzt sehen kann. Ich hoffe, man kann es auch jetzt noch erkennen, zumal die Qualität des Videos etwas nachlässt, wenn man es hochlädt. Hier ist absolut nichts mehr zu erkennen, nur noch merkwürdige kleine Pünktchen und das war's. Hier nochmal die Originalaufnahme. Achtet bitte auf das Datum und die Uhrzeit und auch den oberen Text, das ist der Satellitenname. Ich habe übrigens den Link von diesen Satelliten, von diesen Fotos in die Beschreibung hinzugefügt. Dort könnt ihr euch selber überzeugen, dass diese Fotos manipuliert sind. Hier jetzt das nächste Bild. Ich habe hier jetzt mal 7 Objekte gefunden und habe sie auch wunderschön markiert. Auf dieses Foto werde ich gleich mal sehr viel genauer eingehen. Man kann sehr gut erkennen, dass sich die Objekte stark ähneln. Sie haben, man könnte sagen, die Form von Fröschen. Hier jetzt das manipulierte Bild. Davon ist jetzt nichts mehr zu erkennen. Und auch hier ist die Auflösung wieder um einiges besser. Wie kann das kommen? Hier jetzt nochmal die erste Aufnahme mit den Markierungen. Ich werde nun das obere Objekt vergrößern in einzelnen Schritten. Und man kann nach und nach die Form sehr gut erkennen. Jetzt kann man die Form schon sehr gut erkennen. Es hat tatsächlich irgendwie die Form eines Frosches. Diese Form taucht immer wieder auf. Das ist jetzt die Maximalvergrößerung. Manche fragen sich jetzt, wie können sich Raumschiffe in der Korona der Sonne verstecken? Die würden doch verglühen. Warum? Sehr wahrscheinlich verfügen diese Raumschiffe über Technologien, die uns ja Millionen Jahre voraus sind. Jetzt zoome ich links unten neben der Sonneneruption. Auch hier kann man wieder diese Form erkennen. Da ist sie.
Man kann sie sehr gut erkennen. Auch wenn es ein wenig pixelig ist. Ich fahre jetzt in die und an die untere Seite, nehme das Jahr. Und man wird auch da wieder diese Form erkennen können. Da kann man nochmal die anderen drei sehen. Auch diese haben dieselbe Form. Ihr könnt, wenn ihr den Link eingibt, könnt ihr das Datum selbst eingeben und ihr kriegt an dem Tag die Bilder, die ihr haben wollt. Auch hier wieder diese Form eines Frosches. Hier nochmal das erste, das zweite und auch das dritte. Nochmal das erste, noch einmal das zweite und das dritte zum Vergleichen. Meine lieben Freunde, wer jetzt nicht mehr daran glaubt, dass sich irgendwo in unserem Sonnensystem tatsächlich außerirdische Raumschiffe aufhalten, nun, der möchte es bitte selber überprüfen. Geht auf die Seite, da könnt ihr euch diese Fotos anschauen. Nun, die Frage ist aber, von wem sind diese Raumschiffe? Wir werden vielleicht irgendwann sehen, von wem sie sind. Ja, das war's für heute von mir. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Das war's. Ich sende euch allen Licht und Liebe. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike T. Murphy.